Bleche. 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 Πρόσταγμα. Έτοιμος. Έτοιμος. Πρόσταγμα. Belagerungsschiffe. Lege. Prostagma. Noch. Noch einen? Wo sammeln sich die Schiffe? Da hinten sammeln sie sich. Nee. Das reicht, wenn ich euch hier sammle. Das reicht vollkommen. Πρόσταγμα, βούλομε. Έτοιμος. Sei du da so ein scheiß Insekt hier an meinem Computerbildschirm rumhocken. Also ich hab nichts gegen Insekten, definitiv nicht. Aber wenn die... Έτοιμος. Wenn die halt nicht so nervig werden, ist halt vor allem die Fliegen. Ich rede zum Fliegen. Ne? Also... Sollte schon klar sein, dass ich mit Fliegen rede, ne? Hätimos. Auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage. Ziehen sich die Katapulte gleich zurück? Oder bleiben sie stehen und lassen sich von mir vernichten? Wenn ich es überhaupt vernichten kann, muss man dazu auch noch sagen. Prostagma. Ich hätte im Leben nicht damit gerechnet, dass dass zwei Katapulte meine Dinger kaputt machen hier, meine Schiffe. Braucht ihr denn noch? 500 Gold, so viel Gold ist es doch gar nicht. Hätimos. Also es mangelt mir definitiv nicht an Nahrung. Es mangelt mir einzig und allein an Mana. Leche. Prostagma. Πρόσταγμα, πρόσταγμα. Λέγε. Έτοιμος. Λέγε. Έτοιμος. Noch 200 Gold. Prostagma. Hätimos. So, das eine Schiff mache ich voll mit Minotauren, das andere Schiff mache ich voll mit den komischen Drachen da. Lege, lege. Hätimos, meist. Ich brauche dich mal ganz kurz. Έστω.
Έστω. Έτοιμος. Πρόσεχε. Πρόσεχε. Έτοιμος. Α, ja, das Gold ist jetzt. Πρόσταγμα. Έτοιμη. Oh, verdammt. Πρόσεχε. Βούλομαι. Μάλιστα. Μάλιστα. Ja, solche Sachen können passieren, wenn man nicht aufpasst, ne? Βούλομαι. Ναι. Έτοιμος. Έστω. So, die drei Soldaten anfangen. Έτοιμος. Λέγε. Λέγε. Da hinten kann ich ja immer noch Dinge auffüllen. Da hinten kann ich immer noch forschen. Das ist positiv. Πρόσεχε. Λέγε. An der Waffenkammer sollte ich auch forschen, weil. Έτοιμη. Λέγε. Έστω. Πρόσταγμα. Ey, wie lange braucht ihr denn noch, um dieses scheiß Ding fertigzustellen? So lange kann das doch echt nicht dauern. Ach so, ja, genau, die. Die zählen ja auch als. Ah, okay. Wie viele Fressen produziert ihr eigentlich? Έτοιμος. Έστω. Πρόσταγμα. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Also 30. Sie sammeln ganz genau 30. Und jetzt kann ich, wie gesagt, ins nächste Zeitalter vorrücken. Gewittersturm und Medusa oder Schatzkammer und Koloss. Ich nehme den Koloss. Ich nehme fast immer Hephaistos. Das ist halt so. Oh Gott. Nur 3 Gold. Welche? Gold. Das muss ich jetzt mal kurz überprüfen. Sammeln die mehr, je länger sie. 5 Gold. 5 Gold. Nee, scheinbar haben sie nur beim ersten Mal weniger gesammelt. Welche? Ich meine, hätte ja auch sein können, dass es. Ich meine, es hätte auch sein können. Ja, gleich das. Es hätte sein können. Ah, komm schon, die Worte hängen. Liegen mir auf der Zunge. Es hätte sein können, dass die. Lege. Dass der Ertrag von den Karawanen steigt mit der Zeit. So. Aber immer noch 5. Von dem her.
glaube ich nur, dass es beim ersten Mal, dass es sich beim ersten Mal halt so ein bisschen eingestellt hat. Versteht ihr, was ich meine? Also ich glaube, ihr versteht mich schon. Hier, schwerer Mymedon. Infanterie des Zeus, starke gewürgter Wikinger und reguläre Soldaten, profitiert von der Weiterentwicklung der Infanterie. Beim dritten Schiff wird das Ding. Beim dritten Schiff werden es Bellerophon sein. Und die Elite-Myra-Ding da. Ja, ihr versteht schon. Die kosten allerdings Gold. Und Gold ist jetzt eine Sache, die wir halt nicht so viel haben. Okay, momentan haben wir auch nicht so viel Nahrung, also momentan gibt es da einen Engpass, aber sag ich so, ich kann nichts daran ändern. Ich muss damit ich wieder groß werden kann, muss ich da rüber auf die andere Seite, hier rüber, und muss hier meine Basis wieder aufbauen. Und muss dann hier Gold machen und noch mehr Gold und Holz, Holz vor allem und Nahrung. Aber natürlich auch Gold, ne? Gold ist sehr wichtig. Ich bin froh, dass meine mythischen Einheiten nur Essen kosten. Essen und eben Gunst. Weil ihr seht ja, das mit dem Gold, das dauert. Mit dem Gold, es kommt zwar immer ein bisschen Gold an, wirklich immer, aber es ist halt wirklich sehr wenig. Ich habe jetzt noch die Schatzkammer beschworen, weil mit der Schatzkammer kann man auch noch zusätzlich Gold bekommen. Also wenn ich es richtig verstehe, Schatzkammer wurde bereits beendet. Schatzkammer der Götter. Diejenigen, die der die Kontrolle über sie hat, mit grenzenlos was? Schatzkammer der Götter. Diejenigen, der die Kontrolle über sie hat, mit grenzenlosem Reichtum versorgt, wird mit, nehme ich an. Ja, die Sache ist wie folgt. Dieses Teil, die Schatzkammern, versorgen mich, den Spieler, mit einem Rinnsal von Geld. Aber nicht nur Gold, sondern dazu gibt es noch einen Rinnsal von Nahrung und Holz. Also, solange ich diese Schatzkammer hier kontrolliere, desto länger kriege ich Rohstoffe von der Schatzkammer. Gold, Nahrung und Holz. Aber, wie gesagt, nicht viel. Also, man muss jetzt nicht meinen, dass hier dann, dass wir hier jetzt größere Sprünge machen können, weil wir eine Schatzkammer haben. Definitiv nicht. Also meistens merkt man die Schatzkammer nicht mal, dass sie da ist.